Guten Tag, liebe Dipser. Einige werden mich kennen. Ich bin der neue Ortschaftsratsvorsitzende der Kernstadt Dippoldiswalde von dem neu gegründeten und neu gewählten Ortschaftsrat für die Kernstadt. Und wir würden gern am 25.03. um 19 Uhr hier in den schönen alten historischen Räumen der Pforte eine unserer ersten Bürgerversammlungen einberufen. Mein Name ist Sibylle Frey. Ich gehöre auch zu diesem Ortschaftsrat, der noch ganz jung und frisch ist. Wir wollen uns am 25. März hier in der Alten Pforte treffen, 19 Uhr, mit Ihnen, den Dipsern, also den Bürgern der Kernstadt, die gerne mitreden wollen, die uns kennenlernen wollen, die ihre Ideen für die Kernstadt Dippoldiswalde mit einbringen wollen. Das Ziel dieser Bürgerversammlung, also dieser ersten Bürgerversammlung unseres Ortschaftsrates, soll es sein, uns persönlich vorzustellen, unsere Aufgabenbereiche vorzustellen. Innerhalb dieser Aufgabenbereiche, die wir Ihnen wie gesagt vorstellen werden, würden wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, Ihre Vorstellungen und Ideen sammeln. Also zum Beispiel, um vielleicht nur mal ein Beispiel zu nennen, wenn Ihnen ein bestimmter Weg oder eine Straße innerhalb des Stadtgebietes am Herzen liegt, wo dringend etwas erledigt werden müsste, dann kommen Sie bitte her und sagen Sie uns das. Wenn Sie einen Verein angehören, der ganz aktiv in Dips tätig ist und Sie brauchen unsere Unterstützung, nicht nur finanzieller Art, dann kommen Sie bitte her und reden Sie mit uns drüber. Oder auch ganz andere Themen, Parkanlagen, Grünanlagen, wie sich Dips weiterentwickelt in der Zukunft. Wenn wir darüber sprechen wollen, kommen Sie bitte hierher mit Ihren Vorschlägen und Ideen. Wir versprechen Ihnen, wir hören uns jeden Vorschlag, jede Idee an. Diese Vorschläge und Ideen, zusammen natürlich mit unseren eigenen Vorstellungen, soll die Grundlage unserer weiteren Arbeit sein. Wir werden im April in der nächsten Ortschaftsratssitzung einen Finanz- und Arbeitsplan erstellen und Ihre Ideen dort gerne mit einfließen lassen. Also wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn recht viele von den Dipsern kommen würden und recht viele Ideen mit einbringen. Und wir freuen uns auf Ihr Kommen. Auf Wiedersehen.